So, dann machen wir hier mal ganz spritzig weiter. In fucking Ding liegt. Raus hier. Ahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Wo kam denn das her? Na, worauf wartest du denn? Komm rüber! Ist das ein Freak, Alter? Ja, ich weiß, wie ich springen muss. Oh, geht da hoch. Dieser kleine Bastard, Alter. Ich hab's doch ein bisschen eilig. Ein bisschen windig hier. Ja. Yeah. Hallo. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay. Jetzt spring da runter. Geil. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Oh, Alter. Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Du bist darauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das sag ich mir auch immer. Oh, geil, ey. Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Oh, Alter, hat der Probleme, ey? Ha, geil. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Super Fitness hier. Ja, Lass ja. Du draußen stehen, bist du tot. Ach ne. Nicht schlecht! Für Neuling! Verzeih, ich hab's hier ein bisschen eilig. Also gut, rauf auf das Gerüst dort! Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz! Mein Lieblingstrick, Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Alter, der wisst gar nichts, wisst der. Tipp. Gut gemacht. Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutze beim Laufen alles, was du findest. Ja, ja, ey. Mann, geh mir doch nicht auf den Sack, Alter, ey. Erstmal rüber hier. Ja. Oder hast du das schon mal gemacht? Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, yeah. Erledigt. Was passiert? Boah, was denn jetzt, Alter? Komm hier hin zurück!
Ja, yeah, mein erster Anfall, ja, yeah, super, geil. Freue ich mich drüber, ja. Yeah. Das war doch so hoch. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Die Rübe abbeißen, alles klar, Alter. Die mal gerade kalt, Alter, weg. Schrotflinte ab, Alter. Oder nehmen wir so den mal hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Slums. Also gut. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit, so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Na, das will ich doch schwer hoffen. Yeah. Super krasse Anfälle. Oh, sieht schon mal nice aus. Quartiermeister. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau, ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie es Ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRE-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werd's mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Dietrich nehme ich. Medikit nehme ich. Metallteile nehme ich. Wasserrohr nehme ich. Lassen sich von Dr. Zera Antizin spritzen. Ja. Yeah. Geil, spritzen, geil. Du willst raus, ja? Okay, Neuling, sehr vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Boah, da blendet, ey. Okay, Neuer. Dr. Zera ist in einem Anhänger auf einem umzäunten Spielplatz. Raus aus dem Turm, nach links und dann südwärts. Nicht zu übersehen. Ich heiße Crane. Okay, okay, Crane. Lauf einfach weiter. Du hast keine Zeit für Sightseeing. Oh, scheiße. Das zieht nur diese Viecher an. Piss dich, Alter. Ich hab keine Zeit für euch. Ich hoffe nur, dass diese vergammelten Säcke nie lernen, wie man auf einen Transporter klettert. Doktor? Hallo? Ist jemand da? Kende? Sind Sie da? Verflixt. Ich soll einen Impfstoff bekommen. Was? Nein, nein. Ein Suppressivo. Es heißt Antizin. Unterdrückt die Symptome. Setzen Sie sie. Antizin zögert das Ende hinaus. Besseres gibt's vom GAI nicht. Das Ende? Es gibt keine Chance auf Heilung? Es ist eine Art Tollwut. Es gibt zurzeit kein Heilmittel, aber ich habe Tests an Antizin und an infiziertem Gewebe durchgeführt. Heilung ist möglich. Definitiv möglich. Ein schwarzer Doktor. Echt jetzt? Sie könnten ein Heilmittel finden? Mit Dr. Camdens Hilfe, ja. Ich glaube schon. Ah, wo habe ich nur den Injektor? Wer ist Dr. Camden? Ein Kollege steckt in Sektor 0 fest. Also dort, wo der Ausbruch begann. Wir arbeiten über Funk zusammen. Wir kämen natürlich viel schneller voran, wenn die Verbindung besser wäre.
Und wenn meine frühen Experimente Früchte getragen hätten. Ich habe rekombinierte Versionen des Virus in Fleischstücke injiziert und sie dann in der Stadt verteilt. Ich hoffte, die Infizierten würden sie finden und essen und dass ich dann die Ergebnisse dokumentieren könnte. Sie wollten sie nicht? Nein, alles für die Katz. Ich habe so viel Zeit darauf verschwendet. Es gibt auf jeden Fall keinen Grund mehr, Antizin in Reserve zu halten, denke ich. Also, ich bin beschäftigt. Bitte gehen Sie jetzt. Wo war ich gerade? Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Der war drinnen, ey. Rahim, sie hat mich untersucht und mir eine Spritze verpasst. Okay, toll. Das sollte dir erstmal über die Runden helfen. Ich gewöhne mich gerade daran, dich rumzukommandieren. Zeit für einen Härtetest. Sprich mit Spike. Er ist bei Zaras LKW und hat den ersten richtigen Job für dich. Na, da bin ich doch gerade auf dem Weg hin, Mann. Hey, Spike. Ich bin Crane. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte? Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde dir Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Polenböller. Ja, nimm nochmal den Scheiß da. Los, zieh Leine. So, dann wollen wir... da mal hin. Komm, schneller, schneller. Dann latschen wir mal dahin. Gut, das Auto zuerst. Öffne die Haube und schließ die Batterie an. Das macht die Falle scharf. Lass mal hier mit die scheiß Tasten klarkommen. Ist da draußen jemand? Es ist ein Notfall. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Breckens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Machen wir. Eine Strinne war ja klar, Alter. Oh. Naja, passiert schon mal. $9 hast du was? Nee. Gehen wir mal weiter. Oh, Alter, was für Missgeboten, Alter. Da muss ich hin. Hoch, hoch, hoch. Ich bin da. Und einige Infizierte ebenfalls. Sei vorsichtig, Crane. Los, haut ab hier, Alter. Na los, komm. Oh, ab, Alter, verpiss dich, Alter. Erledigt, Alter. Oh. Klopf, klopf.
Oh Mann, für den kommt jede Hilfe zu spät. Okay. Erlöse ihn. Mach ich. Du Alter. Okay, erledigt. Scheiße. Du hattest keine Wahl. Er war kein Mensch mehr. Schnell jetzt. Du musst das Licht anschalten. Nur so ist es dort nachts auch wirklich sicher. So, dann machen wir auf jeden Fall, wenn wir den krassen Strom hier angeschaltet haben, in der nächsten spritzigen Runde weiter. Ach Mist. Wie ist die Lage? Ist das Licht an? Fast. Einen Augenblick noch. Also, haut da rein. Bis dann.